Die Teleakademie ist heute bei SOR-Optimist International Baden-Baden. Professor Dr. Peter Sloterdijk gilt als einer der streitbarsten Philosophen der Gegenwart. Er ist Professor für Philosophie und Ästhetik und war bis 2015 Rektor der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. Professor Dr. Peter Sloterdijk spricht zum Thema Die Trennung der Seele vom Körper und ihre Rückkehr zu ihm. Eine Annäherung an die Prinzipien der Psychosomatik. Es ist nicht möglich, an die Anfänge der psychosomatischen Medizin zu erinnern, ohne zugleich den Namen des größten Vertreters dieser Disziplin im 19. Jahrhundert zu erwähnen, der niemand geringerer war als Carl Gustav Carus. Ja, ein Multitalent in seiner Zeit. Er hat das erste brauchbare Lehrbuch der Gynäkologie geschrieben, war gleichzeitig auch ein großer Maler. Ja, seine Werke wurden mit denen von Caspar David Friedrich verwechselt, und er legte es auch darauf an, hier für Missverständnisse zu sorgen, denn mit dem Größten seiner Zeit verwechselt zu werden, ist ein ehrenhaftes Schicksal. Er war ein Freund Goethes, er hat lange Jahre die Geburtsklinik in Leipzig geleitet und war auch Hofmediziner, Leibarzt, würde man sagen, eine jener Gestalten der goethezeitlichen Persönlichkeitsphilosophie, als Menschen noch geglaubt haben, ihnen stünde der Zugang zur Vollständigkeit des Lebens in der Kürze der Zeit offen. Für mich persönlich ist Carus ein klingender Name, seit ich vor gut 30 Jahren damit begann, mich mit der Geschichte des Mesmerismus zu beschäftigen, des animalischen Magnetismus, wie man damals auch gesagt hat, und des künstlichen Somnambulismus. Ich habe mich mit den Spuren dieser Bewegung im deutschen Idealismus und in der romantischen Medizin sehr ausführlich beschäftigt. Also romantisch bezeichne ich hier jene Ausprägung der europäischen Therapeutik, die um das Jahr 1800 herum das Motiv des Unbewussten in die Heilkunst einführte. Tatsächlich ist das Unbewusste keineswegs eine Entdeckung der Wiener Psychoanalyse um 1900, wie von deren Adepten gerne behauptet wird, sondern es ist ein Konzept, das aus den Denknotwendigkeiten der idealistischen Naturphilosophie um 1800 entsprang, bereits fortwirkend in der Willenstheorie Schopenhauers und kulminierend in Eduard von Hartmanns Opus Die Philosophie des Unbewussten, das nach seinem ersten Erscheinen im Jahr 1869 neun Auflagen erlebte, bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts. Der Begriff des Unbewussten konnte zu den Zeiten von Sigmund Freud nicht mehr entdeckt, sondern nur noch neu stilisiert werden, etwa indem man die Insel des Verdrängungsunbewussten vom Festland des evolutionären oder organischen Unbewussten absetzte. Und dieser Begriff hatte sich ergeben aus der Überlegung, das Erwachen der Natur im reflektierenden Menschen habe eine lange unbewusste Vorgeschichte zur Voraussetzung. Die jüngere Ideengeschichtsschreibung hat diese Konstellation nachdrücklich herausgearbeitet. Und auf ihre Stimmen muss man hören, wenn man den Geist einer Zeit begreifen möchte, in der die Idee der Entwicklung noch eine logische Sensation war. Ihr zufolge sollte die biologische Evolution als eine Inkubationsperiode der Reflexion im zu sich kommenden Dasein aufgefasst werden. Und seit jener Zeit, genauer von den Tagen Franz Anton Mesmers her, Puységur, Schelling, existiert eine wie auch immer ausgedünnte, stets vom siegreichen Positivismus und Naturalismus bedrohte,
doch niemals ganz unterbrochene Strömung therapeutischen Denkens, die sich mit der damals sogenannten Nachtseite der Natur im Menschen befasst. Sie wurde geleitet von der überschwänglichen Vermutung, dem tagseitigen, beschädigten Leben könne im Ernstfall nichts Besseres widerfahren als eine Heilung aus der Nacht. Die Nacht hier verstanden als Raum der unbewussten Synthesen und als Brutkasten aller Prozesse, auf die die Devise Natura Sanat angewendet werden kann. Seit den Tagen der deutschen Frühromantik hat sich die Theorie der physischen und der psychophysischen Prozesse auf den Weg gemacht, authentisch modern zu werden. Und Modernität auf diesem Feld bedeutet Einsicht nehmen in die vorbewussten und unbewussten, selbstintegrierenden und selbstreparierenden Funktionen von Organismen. Die medizinische Moderne mündet folgerichtig in ein weit gefasstes Konzept von Leben als Erfolgsphase eines Immunsystems. Und sollte ich neben diesen lakonischen Hinweisen auf ideengeschichtliche Zusammenhänge auch die persönlichen Credits offenlegen, die meine Zugänge zu dem hier berührten Problemfeld dokumentieren, so würde ich zugeben, dass ich mich selber fast zeitlebens als eine lokale Versuchsanstalt in Psychosomatik empfunden habe. Auf dieser wurde ständig die Konversion von seelischen in körperliche Zustände und umgekehrt getestet. Der Volksmund bezeichnet diese unbequeme Verfassung gern herablassend als Hypochondrie. Er meint damit jene weit verbreitete Form der männlichen Hysterie, die auf der bizarren und scheinbar lächerlichen Begabung beruht, sich anlässlich geringfügiger Symptome in die heftigsten Sorgen um das Liebe selbst zu stürzen. Ich denke freilich, zur Herablassung gibt es hierbei keinen akzeptablen Grund. Vielmehr verfechte ich die Meinung, die Hypochondrie bildet die ideale Vorschule zum Studium der Medizin. Sie stellt einen Realismus der Zerbrechlichkeit unter Beweis, neben dem die robuste Gesundheit als der pure Leichtsinn erscheint. Ja. Klüger wäre es, das Phänomen so erstaunlich zu finden, wie es der Sache nach wäre, sobald man es im rechten Licht betrachtet. Man hat es ja mit nicht weniger zu tun als mit einer Verschiebung des Redetalents auf die physische Ebene. Und schon an dieser Stelle möchte ich daran erinnern, dass die romantische Medizin, falls wir den problematischen Ausdruck vorerst weiterverwenden dürfen, ihrer originären Inspiration zufolge eine Art von erweiterter Gynäkologie gewesen ist. Besser gesagt, eine Hypergynäkologie, die das Heranwachsen des Subjekts im Halbschlaf der organischen Materie und in der uterinen Nacht als Urdatum aller Anthropologie, aller Psychologie und schließlich auch aller ambitionierten Formen von Heilkunde in Betracht zog. Sie gründet in dem kühnen Unternehmen den poetischen Gang Fausts zu den Müttern mit wissenschaftlichen Mitteln zu wiederholen. Es ist alles andere als ein Zufall, dass Karl Gustav Carus als der Verfasser eines der maßgeblichen Lehrbücher der Gynäkologie im frühen 19. Jahrhundert hervorgetreten ist. Als langjähriger Inhaber einer Professur für Entbindungskunde und Leiter einer Hebammenschule in Dresden war er den Anfängen des Denkens in Begriffen der Natalität von Berufswegen ganz nahe, ein Konzept, das in der zünftigen Philosophie erst um die Mitte des 20. Jahrhunderts wieder fruchtbar wurde. Fast möchte es scheinen, die medizinische Romantik sei von Anfang an durchdrungen gewesen von der Überzeugung, jede Salutogenese, jeder Heilungsvorgang setze die Wiederherstellung der vorgeburtlichen, symbiotischen Integrität voraus, die Mutter und Kind in einer Art von unantastbarer Doppelgesundheit zusammenfasst. Dank seines pansymbiotischen Naturbegriffs war Carus ein Miturheber dessen, was man im 20. Jahrhundert Tiefenpsychologie nannte, zuweilen auch spirituelle Medizin. Deren Logik gemäß scheint durch jede manifeste und öffentliche Beziehung eine latente und unsichtbare Bezogenheit hindurch. Und diese Bezogenheit vor aller Beziehung sollte durch die gegen Ende des 18. Jahrhunderts neu entdeckten, zu ihrer Zeit unerhörten intersubjektiven Berührungsverfahren aufgeschlossen werden, namentlich den animalischen Magnetismus, den Carus unter dem Namen Lebensmagnetismus rezipierte. Zur Kennzeichnung dieser Prozeduren wählte man damals Ausdrücke wie magnetischer Rapport
oder künstlicher Somnambulismus, später Hypnose und noch später die Übertragungsliebe. Das Ungewöhnliche an den neuen magnetopathischen Arrangements zwischen äußerer Berührung und innerer Übertragung wurde am besten durch den zu Beginn des 19. Jahrhunderts zeitweilig kursierenden Ausdruck Neurogamie hervorgehoben, der suggerierte, zwischen dem Patienten und seinem Heiler komme eine Art von Nervenhochzeit, eine subtile Ehe resonanter Energieflüsse zustande. Auch der moderne Mensch findet sich auf zumeist unbemerkte Weise in einem Geflecht von Verhältnissen vor, die leicht in eine totale Situation übergehen. Und nur durch ständig ausgeführte, meist unbetonte Gleichgewichtsübungen hält der Mensch der Gegenwart angesichts aktueller Verhexungsbedrohungen die Option auf die Rückkehr ins Nicht-Fatale für sich offen. Aber das Abgleiten in die totale Situation ist heutzutage und in unserem Kulturkreis nicht selten mit der Mitteilung fataler ärztlicher Diagnosen verbunden, sofern diese namentlich auf onkologischem Gebiet das Äquivalent einer Verhexung bzw. einer Einsperrung in die Aussichtslosigkeit mit sich bringen können. Angesichts solcher Risiken ist daran zu erinnern, dass Patienten zuweilen ebenso an ihren Diagnosen wie an ihren Krankheiten sterben, falls man die Mitteilung einer nicht integrierbaren Diagnose als einen Sprechakt versteht, der einer Verfluchung gleichkommt. Und was wir Aufklärung nennen, ist ihrem Modus operandi zufolge oft nichts anderes als eine zweite Magie. Das ist die wahre und reelle Magie des weißen Mannes, die von der Urteilsgewalt des Mannes im weißen Kittel ausgeht. Reale Aufklärung bewirkt stets einen Gegenzauber, der den Bann des ersten Fatums bricht, indem sie Einspruch erhebt gegen das scheinbar Irreversible. Man muss sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass auch heute Ärzte mit ihren Diagnosen und der Art ihrer Mitteilung zuweilen Verhexungen bewirken, die an Tödlichkeit hinter den Sprüchen archaischer Zauberer wie nichts zurückstehen. Gleichzeitig ist nicht zu vergessen, dass die totale Situation auch nach der positiven Seite ausschlagen und unter gewissen Umständen quasi mirakulöse Gesundungen befördern kann. Um die Plastizität des Menschenwesens in seiner spezifischen, eindrucksgebundenen und ausdrucksfähigen psychosomatischen Verfasstheit von ihrer biologischen Quelle her zu begreifen, ist es unumgänglich, an den Begriff der Neotenie zu erinnern, der von dem deutschen Biologen Julius Kollmann in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts geprägt und von dem niederländischen Anthropologen Louis Bolk in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts im Rahmen einer sensationellen Theorie der Menschwerdung weiterentwickelt wurde. Nach Bolks kühner Deutung des Menschheitsrätsels, diese Formel geht auf Paul Alsberg zurück, ebenfalls in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, nach Bolks Deutung wäre Homo sapiens in morphologischer Sicht ein Primatenfötus, dem es dank schwer durchschaubarer endokrinologischer Mechanismen gelungen sei, seine Unreife zum Trotz den Sprung ins reproduktionsfähige Alter zu vollziehen. Wörtlich verstanden bedeutet Neotenie die Festhaltung des Kindlichen oder des Jugendlichen auf der Stufe des Erwachsenen. Man darf behaupten, die eigentliche Geschichte von Homo sapiens, das heißt des biologisch modernen Menschen, setzte in dem Moment ein, in dem sich die Lebenstüchtigkeit des Unreifen behauptet. Und so widersprüchlich die Formulierung klingen mag, die Evolution von Menschen der Sapiens-Linie in ihrer eigentümlichen Plastizität und psychosomatischen Offenheit ist die Naturgeschichte einer erfolgreichen Unreife. Und wie von Forschern diverser Richtungen bemerkt wurde, ist der Mensch aus biologischer Sicht nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, begreiflich allein als das gewagte Zwischenresultat eines biomorphologischen Sonderweges. Um dem Phänomen der Neotonie gerecht zu werden, ist auf ihren nicht bloß menschenspezifischen Charakter Rücksicht zu nehmen. Es tritt in vielfältiger Weise bei jenen Tierarten auf, die von entlastenden und verwöhnenden Umweltbedingungen profitieren. Wo starke Sicherheitstransfers von der Elterngeneration auf die Nachkommenschaft stattfinden,
kann sich eine Spezies den biologischen Luxus der Frühgeburtlichkeit leisten, ja sogar den Verzicht auf die Ausbildung reiferer Formen, wie man es exemplarisch bei dem viel zitierten Axolotl festgestellt hat, einem völlig geschützt lebenden Wassersalamander im mexikanischen Hochland, der seine larvale Gestalt bis ins Fortpflanzungsalter beibehält. In analoger Weise lässt sich dieser Effekt bei Hauskatzen und zahlreichen anderen Lebewesen beobachten, die aus einem Nestprivileg Vorteil ziehen. Nester sind Naturformen von extrauterinen Schutzmilieus bzw. von brutkastenartigen Umgebungsräumen, in denen ein Sicherheitstransfer vom Mutterleib auf ein äußeres Milieu gewagt werden kann. Hier tritt das biologische Großthema Leib und Zeit nachdrücklich in Erscheinung. Das Prinzip Nest gestattet die Vorverlegung des Geburtszeitpunktes und gibt hochgradig unreifen Neugeborenen effektive Überlebenschancen. Und hierdurch wird evident, dass jede Art von Geburtsgeschehen einen Bezug zum Risikomanagement einer Spezies hinsichtlich ihrer Umwelt artikuliert. Und je mehr die Umwelt das Überleben der Spezies begünstigt, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit der Frühgeburtlichkeit und der neotenischen Tendenz. In manchen Fällen leistet sich die Natur ein Experiment mit extrem infantilen und weltoffenen Geschöpfen, eben mit Homo sapiens. Aus ontologischer Sicht ist Frühgeburtlichkeit ein anderer Ausdruck für die Erhöhung des Weltoffenheitskoeffizienten. Steigt der Koeffizient an, hat man es mit Geschöpfen zu tun, bei denen sich das Verhältnis von Angeborenem und Erworbenem zugunsten des Letzteren verschiebt. Um philosophisch zu reden, dehnt sich bei Lebewesen mit erhöhter Weltoffenheit das A posteriori gegenüber dem A priori kräftig aus. Solche Wesen stellen stark prägungsoffene, lernende und übende Organismen dar, die nicht von vornherein mit ihren Umwelten fest verschaltet sind, sondern sich erweiterte Spielräume der Plastizität offenhalten. Diese Tendenz kulminiert in den Übungssystemen der Hochkulturen, die den Menschen durchwegs als autoplastisches und autodidaktisches Wesen definieren. Wenn man Homo sapiens auch nicht geradezu als das Tier ohne Eigenschaften definieren darf, bildet er doch aufgrund seiner verlängerten Jugendphase und seiner plastischen Prägungsbereitschaft einen verwirrenden Sonderfall in der Drift der biologischen Entwicklungen. Man könnte geradezu behaupten, der Mensch als die symbolische Spezies habe die gewöhnliche Evolution durch einen Seitenausgang verlassen. Herr, das hochfliegende Wort, der Mensch sei der erste Freigelassene der Schöpfung, behält im Kontext solcher Überlegungen einen realistischen Zug. Als neotenisierte Großaffen sind Angehörige der Gattung Homo sapiens Zeugen einer Tendenz, die tief in die Naturgeschichte zurückreicht. Hier dreht sich alles um die Frage, wie die Evolution die Eiablage regelt. Omne vivens ex ovo. Diese seit dem 17. Jahrhundert, genauer seit der Erfindung des Mikroskops, bekannte und durchgesetzte Devise statuiert, dass die biologische Reproduktion der Organismen stets über Ovulationen verläuft. Ovulation im erweiterten Sinn des Wortes geschieht während des größten Teils der Naturgeschichte im Modus der intrinsischen Produktion und der Eiablage in einem äußeren Milieu. Die Entwicklung des Nestes ist hingegen eine relativ späte Errungenschaft. Es scheint gleichsam, gewisse Arten hätten sich von einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr auf die Zufälligkeiten des äußeren Milieus verlassen wollen, wie Tiere es tun, die unmarkierte Räume im Wasser und im Sand als Ablegeplätze wählen und sich dabei auf die vage Schutzwirkung solcher Umgebungen stützen. Mit der Konstruktion von Nestern fangen Tiere wie Vögel und Mammiferen an, die äußere Eiablage mit der Herstellung eines protektiven Interieurs zu verbinden. Und im Gang der Evolution tritt schließlich ein Moment ein, an dem die Natur eine neue Testserie eröffnet, als wolle sie die Hypothese prüfen, es könne Alternativen geben zur Ablage von Eiern in äußere Umgebungsräumen. In diesem Augenblick kommt es zur Erfindung der Mutter, also einer Raumgeberin neuen Typs. Diese Erfindung tritt in Erscheinung, indem die Evolution die kühne Variante des nicht äußeren Nests testet.
Es geht dabei um nicht weniger als die Frage, ob der Körper des Weibchens selber ein Endomilieu für die eigene Brut bilden kann. Und mit der Erprobung der positiven Antwort beginnt das Abenteuer der Femininisierung und der Vermütterlichung der Weibchen. Bis dahin waren die später wichtigsten inneren Organe der Frau weitgehend unentwickelt. Uterogenese, Plazentogenese und dergleichen lassen evolutionär lange auf sich warten. Auch hinsichtlich des Geschlechtsverkehrs waren bis dahin unkompliziertere Prozeduren ausreichend, wie man es exemplarisch bei den Fischen sieht, die ohne Penetration auskommen. Das Männchen schwimmt am abgelegten Laich vorbei und versprüht auf diesen aufs Geratewohl seinen Samen. Zudem war auf dieser Stufe kein Laktationssystem vonnöten, ebenso wenig wie Uterus und Plazenta. Dies alles sind, wie bemerkt, spätere Errungenschaften, die auftraten, als der Mutterkörper selbst zur Matrix, zum Nestraum, zur ökologischen Nische des eigenen Nachwuchses wurde. Infolgedessen entstand das integrale Muttergeschöpf, das seinen Körper auch als integrales Milieu der eigenen Nachkommen zur Verfügung stellt. Und hieraus entwickelt sich nun all das, worüber wir nachdenken, wenn wir Psychosomatik betreiben, tiefenpsychologische Exploration, Perinatalistik oder Neuroimmunologie. Zudem entsteht hier die Kohabitation zwischen Nachkommen und Mutterorganismus in jener eigensinnigen biopsychischen Doppelexistenz, wie sie bei den extern Geborenen noch nicht benötigt wurde. Schließlich wäre an dieser Stelle von einem Phänomen zu reden, für das den zeitgenössischen Biowissenschaften ein angemessener Begriff fehlt und das ich hier faute de mieux als Co-Immunität bezeichne. Damit wird gesagt, dass zwei oder mehr Organismen ihre biologischen und psychophysischen Immunsysteme ineinander verschränken und hierdurch gegenseitig zur Bedingung für das biopsychisch integre Seinkönnen des anderen liefern. Dass es bei diesen Dingen nicht immer ohne Komplikationen zugeht und dass der weibliche Organismus mit den ihm zugemuteten Invasionen nicht unter allen Umständen einverstanden ist, kann man an der Tatsache ablesen, dass es in einer hohen Anzahl von Fällen nach der Fertilisierung des Eis zu Abstößungsreaktionen kommt. Manche Gynäkologen insistieren auf der Behauptung, wonach 2 von 3 Befruchtungen mit Menstruationen enden, in denen sich eine diskrete Spontanabtreibung verbirgt. Die Annahme der Gastgeberrolle für den Nachkömmling im Inneren der Mutter versteht sich daher schon auf der biologischen Ebene nicht ganz von selbst. Darum kann man behaupten, im Grunde genommen seien alle erfolgreichen Gestationen oder Schwangerschaften bereits Adoptionseffekte auf biologischer Stufe implizieren. Es liegt auf der Hand, dass die Umarbeitung des weiblichen Körpers in die ökologische Nische des eigenen Nachwuchses gegenüber der externen Eiablage enorme Vorteile mit sich bringt. Denn sicherer als im Mutterleib kann ein Lebewesen in dieser Welt nicht sein. Der Vorgang zieht aber auch einen außerordentlichen Nachteil nach sich, denn mit der Verinnerlichung der Fertilisation tritt ein neuer Ereignistypus in die Welt, der es im Zeitalter der Eiablage nach außen noch nicht gegeben hat. Es ist das, was wir die Geburt nennen. Geburt bedeutet ja nichts anderes, als dass das große mammiferische Einnistungsexperiment, die Eiablage nach innen, mit einer Trennungsarbeit bezahlt werden muss, die zu einem späteren Zeitpunkt nachholt, was bei den meisten Nicht-Mammiferen von Anfang an vorgegeben ist, nämlich die Herstellung der räumlichen Diskretion zwischen Mutter und Kind. Aus der indiskreten Beziehung muss eine diskrete Beziehung werden. Die Schlüsselstelle dieses Geschehens nennen wir Geburt. Wo Einbettung war, soll Ausbettung folgen. In diesem Vorgang ist naturgemäß eine Fülle von Traumachancen enthalten, die sich im Leben der Existenzkandidaten zu späteren Zeitpunkten aktualisieren können. Zieht man die Existenz einer internen und individuell geprägten Matrix für lebensgeschichtliche Dramen in Betracht, dann wäre diese zu suchen in der Art und Weise, wie die Individuen zur Welt kommen. Man kann in der biologischen Geburt, aufgefasst als Diskretionsdrama zwischen Mutter und Kind und als Aufrichtung der Unterscheidung zwischen der Matrixmutter und der Personenmutter, den üblichen Preis der mammiferischen Gestation erkennen.
So kommt aber nun bei den Angehörigen der Spezies Homo sapiens zusätzlich ein ontologisches Risikospiel hinzu. Denn Menschen werden nicht nur geboren, sie kommen zur Welt. Das menschliche Ankunftsdrama ist von der Entdeckung der Weltoffenheit untrennbar. Dabei wird die Welt als Verletzungschancenraum erschlossen. Weltoffenheit entdecken bedeutet wahrnehmen, dass die Existenz als Draußensein beim bedrängenden Realen aufgefasst, ohne ein ständiges Duell zwischen Verletzungen und Reparaturen nicht zu denken ist. Wenn man den Menschen als einen Psychonauten hat bezeichnen können, als Reisende in einem psychodramatischen Raum, so rechtfertigt sich dies dadurch, dass das Geborenwerden neben anderen prekären Aspekten nicht selten mit einer radikalen Diskontinuitätserfahrung verbunden ist. Sie geht seitens der neuen Erdenbürger nicht selten mit der beunruhigenden Empfindung einher, dass man beim Eintritt ins Dasein den Faden verliert. Die menschenspezifische Geburt ist zuweilen ein Vorgang von solcher Dramatik, dass man nach ihm nicht ohne Grund wie ein Unfallopfer weggetragen wird. Freilich stößt nicht allen bei dem Urunfall das Schlimmste zu. Eine Vielzahl von Menschen bleiben trotz des Nachteils geboren zu sein, berühmter Buchtitel von Émile Cioran, in einem biopsychischen Kontinuum geborgen. Aber vielen anderen fehlt an dieser Stelle das Gefühl eines überzeugenden Zusammenhalts. Und wird dieses Fehlen bewusst, lässt sich der Versuch unternehmen, die fehlenden Stücke zu rekonstruieren. In mancher Hinsicht dürfen spirituelle Suchen, künstlerische Biografien, größere Psychotherapien, ja auch unternehmerische und politische Karrieren als Nachholübungen zur Kompensation einer perinatalen Ohnmacht aufgefasst werden. Das breit gestreute Vorkommen von Wiedergeburtsfantasien und perinatalen Ritualen in frühen Kulturen beweist, dass diese Zusammenhänge von Angehörigen älterer Zivilisationen bereits intuitiv verstanden und intensiv inszeniert wurden. Der Sinn von Wiedergeburt wurde freilich durchwegs mystifiziert aufgefasst. Denn zunächst und zumeist drückt die Suche nach Wiedergeburt die Tatsache aus, dass viele Menschen in psychodynamischer Sicht Katastrophensucher sind, die einem scharf eingestellten Krisenappetit Vorschub leisten. Diesen entdeckt man bei gewissen Arten von Konfliktsuche, etwa in dem Streben nach Situationen, die es den Interessenten erlauben, verlorene Gefechte zu reinszenieren. Das lässt an jenen General denken, der seine Schlachten immer noch einmal schlagen wollte, um sie erneut zu verlieren. David Bowie hat Vergleichbares in seinem Song von 1977, Always Crashing in the Same Car, auf den Begriff gebracht. Ja. Im Allgemeinen darf man davon ausgehen, dass viele sogenannte Sucher Personen sind, die unter dem Vorwand der Wiedergeburt ihre nächste Katastrophe vorbereiten. Die Disposition hierzu entsteht durch die perinatalen Lücken im biopsychischen Kontinuum. Sie machen andererseits das Salz des seelischen Lebens und ihres Konfliktstrebens aus. Sie sind der Stachel, den Menschen gegen sich selber richten, solange sie den Traum von der Vollständigkeit des Lebens nicht aufgeben. In dieser Situation erübrigt sich das Phänomen, das in den lateinischen Ländern Europas bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts unter massiven Formen existierte. Ich spreche hier von der Inanspruchnahme der Mutterkirche als Ersatzmutter seitens verzweifelter Menschenmütter. Ich habe vorhin angedeutet, ich sei der Meinung, erfolgreiche Reproduktionen wiesen stets schon einen gewissen Adoptionsaspekt auf. Ich will diese Überlegung an einem Beispiel aus der Geschichte der katholischen Kirche im Süden Europas erläutern, wo über lange Zeiten die Kindesaussetzung eine konventionelle Alternative zur Abtreibung darstellte. Sollte man einmal ein Telefonbuch von Madrid oder Rom an der Hand haben, genügt es, unter den Buchstaben E nachzuschlagen und zu prüfen, wie oft der Name Esposito vorkommt. Man kann sicher sein, dass er hier wie dort zahlreiche Seiten bedeckt. Die Träger dieses Namens, das sind die ausgesetzten Kinder bzw. die Nachkommen von Ausgesetzten, die selbst nicht wieder ausgesetzt wurden.
Vor Zeiten hatten Priester die Pflicht, Kinder, die auf den Treppenstufen einer Kirche niedergelegt worden waren, als Pflegekinder in ihre Waisenhäuser aufzunehmen. Wenn die katholische Kirche sich heute das Recht nimmt, in Angelegenheiten der Geburtenregelung mitzureden, so hat sie dieses zum Teil durch jene vergangene löbliche Praxis erworben, so sehr wir auch ihr Votum heute in vielen fortpflanzungsrelevanten Dingen nicht mehr für angemessen halten. Von Geburtenregelung versteht die katholische Kirche nach wie vor nicht viel. Dennoch hat sie sich ein Recht auf Ansehen und Mitsprache erworben, weil sie über Jahrhunderte den praktischen Beweis erbrachte, dass sie als Adoptionsmacht zur Verfügung stand, wenn die leiblichen Mütter ihre Aufgabe nicht wahrnehmen konnten. Zur Adoption, hier als Ausdehnung der Koimmunitätszone aufgefasst, gibt es keine Alternative. Ja, selbst die biologische Elternschaft beruht, wie angedeutet, in der Regel auf einem intimisierten und durch Naturbindungen verstärkten Adoptionsphänomen. Hat man das zugegeben, dann begreift man auch, es gibt eine Immunschwäche in Gruppen, die sich in Adoptionsschwäche äußert. Kinderlosigkeit ist ein Sachverhalt, der mit dem fehlenden Willen zur Adoption beginnt. Und wo dieses Symptom auftritt, bringen die Gruppen nicht mehr die Kraft auf zur Ausdehnung der erzieherischen und der psychosozial-immunitären Energien über die Familie hinaus. Im Übrigen hatte Carus diese Gefahr schon früh erkannt und sie in einem 1819 verfassten Memorandum über die Notwendigkeit staatlicher Fürsorge für elternlose Kinder zur Sprache gebracht. Sehr gerne würde ich an dieser Stelle einen Exkurs einfügen über die Kulturgeschichte der überforderten Mutter. Ein stark unterbehandeltes Thema der Kulturwissenschaften. Das Phänomen als solches ist heutzutage in unseren Breiten seltener geworden und meist nur in abgeschwächten Formen anzutreffen. Die Überforderungsphase der Mütter, die zugleich zur Krise der inneren Adoptionsfähigkeit führte, begann, soweit man sieht, am Anfang des agroimperialen Zeitalters, von welchem man auch gelegentlich Neolithikum sagt. Mit ihm trat eine Situation ein, infolge derer die Geburtenfrequenz bei den Frauen dramatisch zunahm. Während in den nomadisierenden Kulturen der Frühzeit die Geburtenzahlen, soweit unsere ethnomedizinischen Erkenntnisse reichen, relativ niedrig waren, weil 4 bis 5 Jahre bis zur Geburt eines neuen Kindes zu vergehen pflegten, kam in den bäuerlichen Familien der nachneolithischen Agrokulturen ein evolutionär singulär beschleunigter Rhythmus der Fortpflanzung in Gang. Er beruhte auf dem beunruhigenden Gleichklang, um nicht zu sagen dem gefahrenträchtigen Parallelismus zwischen Ackerbau und Familienpolitik. In dieser Zeit verglich man das, was auf den Äckern geschah, obsessiv mit dem, wie man Frauen behandelte. In diesen Kulturen, vor allem in den mittelmeerischen, wurde die Frau folgerichtig als eine andere Art von Acker beschrieben, mit der Konsequenz, dass die männlichen Landarbeiter diese Äcker nach Belieben bestellen und abernten sollten. Vor diesem Hintergrund ist der tiefe sozial-evolutionäre Einschnitt zu würdigen, der mit dem Übergang zur Industriegesellschaft in die Welt trat, da nur diese neuartige Zivilisationsform die Auflösung der agrofemininen Zwangsmetaphern mit sich bringen konnte. In historischer Sicht endet damit die pathogene Fruchtbarkeitserwartung an die verheirateten Frauen und ihre Unterwerfung unter das Bild des zu pflügenden und abzuerntenden Ackers. Die Entspannung, die dadurch eintrat, durchdrang im Lauf des 20. Jahrhunderts alle Lebensbereiche. Der moderne Feminismus ist unverkennbar ein Nebeneffekt der industriellen Revolution und ihrer Entlastungseffekte. Aus europäischer Sicht gehört das Bild der durch ihren eigenen Kinderreichtum verelendeten Frau weitgehend der Vergangenheit an. Und man darf hoffen, dass dies früher oder später auch in anderen Teilen der Welt gelten wird. Ich schließe diese Überlegungen mit einem kurzen Kommentar zu meinem vorletzten Stichwort, das die Schatzinsel heißt. Und hierbei ergibt sich die Gelegenheit, den eingangs erwähnten Begriff der negativen Gynäkologie zu erläutern.
Und hierunter ist eine Rede von den weiblichen Dingen zu verstehen, die darauf verzichtet, die Frauen in Ausdrücken organismischer Beschaffenheit zu beschreiben. Die negative Gynäkologie konzipiert die Frau als ein Wesen ohne Organe. Das bringt einen mentalen und moralischen Fortschritt mit sich, weil man Frauen auf diesem Weg nicht länger physiologisch verdinglichen kann. Aber als was adressiert man sie, wenn man sie in Konzepten der negativen Gynäkologie anspricht? Unser Vorschlag lautet hier, das gynäkologische Phänomen vom Raumproblem her neu zu denken. Das maßgebliche Thema heißt darum Frau und Raum. Dies eröffnet den Zugang zu einer philosophischen Behandlung des Mütterphänomens. Es interessiert uns hier vor allem topologisch, sofern sie eben als ein Ort des Lebens aufzufassen ist. Weiblichkeit muss als Ort gedacht werden, weil sie von der Natur der mammiferischen Fortpflanzung her die Eigenschaften eines Ursprungsfokus besitzt. Ich erinnere noch einmal an das weiter oben über die Frau als Nische ihres eigenen Nachwuchses gesagt. Die Frau in der Muttereigenschaft besitzt eben die Kompetenz, ein Interieur zu bilden. Und diese Kompetenz ist ihrer Seinsweise inhärent, sobald sie Muttersein akzeptiert. Was in der modernisierten Welt übrigens eine kontingente, also eine zufällige Entscheidung und eine Option aus Freiheit geworden ist. In dieser Qualität besitzt die Mutter das seltsame Vermögen, dem Kind eine unauslöschliche Erfahrung von Reichtum einzuprägen. Keine positive Gynäkologie hat das jemals angemessen auszudrücken gewusst. Indem die Mutter den Bedürfnissen des Kindes im Rahmen des Möglichen entspricht, übermittelt sie die Botschaft, dass am Beginn des Lebens ein Schatz liegt. Am Anfang ist nicht das Wort, sondern der Schatz. Vor allen Erfahrungen steht die basale Mitteilung, dass die Fülle existiert und dass der Mangel sekundär ist. Mangel wird nur erlebt vor dem Hintergrund der Gegenthese. Zunächst und zumeist ist der Reichtum gegeben. Reichtum, so verstanden, ist ein Begriff ohne Gegenteil. Das Leben beginnt, wenn es recht beginnt, immer auf einer Schatzinsel. Es setzt ein mit der Entdeckung der Unmöglichkeit, arm zu sein. Man kann die Bedeutung dieser These kaum überschätzen. Was sie besagt, war als Utopienquelle der Kulturen allenthalben gegenwärtig. Sie schlug sich nieder in Paradiesvorstellungen, sie wurde in Entdeckungsgeschichten kodiert. Mit dem Beginn der Neuzeit trat sie als das Motiv der transatlantischen Goldsuche auf. Zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert wird sie als nautisches Abenteuer in der offenen Welt fortgeschrieben und als alchemistische Forschung inszeniert. Was durchgehend wirksam bleibt, ist die Leitvorstellung des psychodynamischen Fantasierens schlechthin. Es existiert eine Insel im Meer, auf dem man durch das bloße Dasein und Dortsein dem anfänglichen Reichtum wieder begegnet. Es gibt einen Ort am Rand der Welt, an dem die Unmöglichkeit, arm zu sein, wieder unmittelbar evident wird. Ich meine nun, die konstruktive Psychosomatik arbeitet letztlich an nichts anderem als an der Kartierung dieser Insel. Mit ihrer Hilfe können Menschen lernen, die Schatzinsel wieder anzupeilen, wo das Resonante, das Klingende, das Wiederklingende Leben zu Hause ist. Vielleicht kann sie sogar dafür sorgen, dass viele Neuankömmlinge sie gar nicht erst verlassen müssen oder zumindest bei der Abreise von ihr nicht verelenden. Seit mehr als 2000 Jahren wird die Verelendung der Menschen nach ihrer Vertreibung von der Schatzinsel durch die Erlösungsreligionen mehr schlecht als recht aufgefangen. Für diese ist der Mensch, wie man ihn häufig antrifft, nicht mehr als ein armer Teufel, der sterben muss, ohne je glücklich gewesen zu sein, und dem man in seiner Daseinsverlegenheit helfen soll, und wäre es um den Preis von Illusionen. Solche Religionen korrespondieren mit einer resignativen Philosophie, die das menschliche Dasein durchwegs von der Sterblichkeit und der Vergänglichkeit her dachte. Nicht ohne Grund haben die Griechen der Antike die Menschen die Sterblichen genannt, Brotoi, weil sie in ihnen letztlich stets nur die verarmten Lebewesen zu erkennen meinten. Und auch die Helden und Halbgötter konnten der Resignation nicht ganz entgehen, obschon sie das Privileg genossen, im Gedächtnis der Nachwelt als Exempel für menschliche Handlungsmacht zu überleben. In diesem Punkt
hat das 20. Jahrhundert trotz all seiner Schrecken eine tiefe Wandlung bewirkt. Es hat sich von der überlieferten Metaphysik der Endlichkeit und Sterblichkeit abgewandt, um an den Menschen endlich auch die andere, die anfängliche Seite zu betonen. Das 20. Jahrhundert ist das erste, das die Geburt philosophisch ernst zu nehmen begann. In ideenhistorischer Sicht bedeutet dies ein absolutes Novum. Wir täten gut daran, alles, was auf dieser Linie formuliert wird, nach Stunde, Tag und Jahr zu datieren, um den Entdeckungscharakter des aktuellen Wissens vom Menschen als dem zur Welt kommenden Wesen zu unterstreichen. Vor allem Existenzphilosophen wie Karl Jaspers und Martin Heidegger haben diese epochale Wende im Denken über den Menschen befördert, dass sie den Menschen nicht mehr nur als das arme Tier beschrieben, das den Tod vor sich hat. Bei ihnen erscheint der Mensch auch als das geburtliche Wesen, das dazu berufen ist, seinen konstitutiven Reichtum, seine weltbildende Berufung zu entfalten. Und damit stehen wir existenziell wie begrifflich vor einer neuen Situation. Der Ausdruck Geburtlichkeit taucht, wenn ich richtig sehe, in den Schriften der Heidegger-Schülerin Hannah Arendt erstmals auf. Gleichzeitig wird er von dem Jaspers-Schüler Hans Sahner verwendet in einem Buch mit dem vielsagenden Titel Geburt und Ironie. Die Wirkungen dieser Innovationen lassen sich noch nicht überblicken. Gewiss ist nur, dass mit dem Begriff Geburtlichkeit ein neues Kapitel im Buch der philosophischen Anthropologie aufgeschlagen wurde. Nach dem bisher Ausgeführten sollte deutlich geworden sein, dass die Welt der psychosomatischen Phänomene falsch aufgefasst würde, wollte man sie bloß als die Wiederzusammensetzung der seit der Antike voneinander entfremdeten Hälften Psyche und Soma verstehen. In Wahrheit bewegen sich alle Körper, die wir als beseelt empfinden, immer schon in einer ambivalenten Atmosphäre aus gelebten Interpretationen und Berührungsverhältnissen, wörtlich in einer subtilen Dunstkugel bzw. einer Umgebungshülle. Ja, Atmosphäre, die Dunstkugel. Die Atmosphäre, in welcher der Körper lebt und webt und ist, darf im gegebenen Kontext natürlich nicht bloß als eine Gashülle oder eine energetische Aura aufgefasst werden. Sie ist vielmehr der spezifische Habitus der Weltoffenheit, der sich im Individuum durch den Gang seiner Erfahrungs- und Beziehungsgeschichte ausbildet. Erinnern wir vorsorglich noch einmal daran, dass Weltoffenheit in anthropologischer und therapeutischer Sicht nur ein anderes Wort ist für Verletzungsrisiko. Was man Psyche nennt, ist häufig nichts anderes als das semantisch falsch verfestigte Relikt einer nach innen projizierten atmosphärischen Hülle. Atmosphären im physikalischen wie im psychosozialen Sinn des Wortes schwanken zwischen Aufheiterungen und Verdunkelungen. Was man Psychologie nennt, wäre in mancher Hinsicht darum besser als eine subjektive Meteorologie aufzufassen. Und wie der Planet Erde nicht ohne seine atmosphärischen Effekte zu begreifen ist, so muss jedes Individuum als Träger und als Inhalt einer Beziehungs- und Stimmungshülle aufgefasst werden, die zwischen lichten und düsteren Extremen oszilliert. Aus diesem Grund lässt sich behaupten, die Zukunft einer psychosomatischen Therapeutik, die sich selbst angemessen versteht, liegt in der Entwicklung einer humanen Atmosomatik. Psychosomatik ist Atmosomatik. Diese befreit den menschlichen Körper aus der falschen Einsamkeit physikalischer Abstraktionen und versetzt ihn zurück in sein ursprüngliches Milieu animierender Bezogenheit auf mitbeseelte Wesen. Danke. Die Teleakademie war heute bei So Optimist International Baden-Baden. Es sprach Professor Dr. Peter Sloterdijk zum Thema Die Trennung der Seele vom Körper und ihre Rückkehr zu ihm. Eine Annäherung an die Prinzipien der Psychosomatik.